Das Angebot ist groß, aber welche Leine ist die richtige? Ich sag's in diesem Video. Go! Dogma TV. Wow. Das Angebot ist riesengroß, aber welche Leine ist nun die richtige? Ist es Leder? Ist es Biotan? Sind es 2 Meter? Sind es 3 Meter? Huah, alles ist so kompliziert, aber muss es gar nicht sein. Ich stelle dir heute mal so eine Biotane-Leine vor. Das kennst du bestimmt auch. Und zwar, du hast eine Leine und diese Leine hat einen Karabinerhaken. Ja? Hier so einen ganz normalen Karabinerhaken. So, jetzt ist es aber sehr wichtig und jetzt pass genau auf, denn es ist wirklich auch zur Sicherheit für deinen Hund. Und zwar an diesem Karabiner, ja? Der kann so aussehen. Der kann aber auch so aussehen. Tja, wo ist der Unterschied? Ich zeig's dir. Und zwar ist das hier ein ganz neuer Karabiner. Ja, du siehst hier den Spielraum von höchstens 1 Millimeter. So, dann benutzt du die Leinenweilchen, ein bisschen, die schlittert im Dreck rum und so. Und ja, dann sieht die so aus. Nach nicht langer Zeit. Und darauf achte, und wenn deine Leine so aussieht und so einen Spielraum hat hier, ja, dann dauert es nicht mehr lange und flupp, das Ding ist durch. Und ich habe es schon mit Leinen, das habe ich dann mit der Hand selber geschafft, die auseinanderzureißen. Und wenn du das selber schaffst, auseinanderzureißen, dann hast du richtig Glück gehabt, dass dein Hund noch lebt, Tatsache. Denn der Hund, der zieht ja stark an der Leine, wenn irgendein Gegenwind kommt. Ja? Der Hund, der zieht ja nicht einfach so an der Leine, mal so ein bisschen, sondern wenn er richtig reinhackt, dann ist da ein anderer Hund oder ein Fahrradfahrer oder ein Jogger oder ein Kind oder sonst was, wo dein Hund drauf reagiert. Also, achte mal, ob deine Leine hier einen Spielraum hat. Und wenn deine Leine hier einen Spielraum hat, kauf dir eine neue Leine oder besorg dir hier so einen Karabinerhaken aus dem Tierladen oder aus dem Sport-Kletterbedarf-Laden. Und kannst du ja im Endeffekt hier, wenn du Material hast, ja, kannst du das hier abschnipsen, ja, dann machst du den Karabiner weg und hier ist ja immer diese Schlaufe, das ziehst du dann da durch und hast einen guten Karabiner, am besten hier so ein bisschen mit Sicherheitsverschluss und dann hast du im Endeffekt die Leine nicht weggeschmissen, sondern ausgetauscht. So, also die, gerade die Stellen, die halt so schnell verschleißen. Jetzt aber mal zur Retrieverleine. Und zwar ist das hier meine Retrieverleine aus dem eBay-Shop, aus meinem eBay-Shop. Und die kannst du, wenn du noch eine Leine brauchst, da erwerben. Und zwar ist die so toll, weil da gibt es ein paar Besonderheiten. Erstens hast du keinen Verschleiß durch die Karabiner, weil es keine Karabinerhaken gibt. Ganz klar. So, also du hast eine Trainingsleine, du legst deinem Hund diese Retrieverleine als Trainingsleine um den Hals und kannst dann in den Freizeitmodus wechseln. Jetzt sagst du, oh, ja, ich habe aber keinen Bock, immer 2 Leinen mitzuschleppen. Das ist kein Problem. Und zwar gibt es den Clou, da kommen wir wieder zum Karabinerhaken, den gibt es nämlich damit dazu. Du hast die Leine und den Karabinerhaken und das heißt, du gehst mit deinem Hund spazieren im Trainingsmodus, zack. Ja, hast die Leine und dann seid ihr fertig mit eurem Training. Du hast den Karabiner. Der Karabiner kommt, den machst du praktisch bei dem Hund ans Geschirr fest. Ja, der baumelt denn da immer dran rum. Ja? Der Haken, der ist auch ultra leicht. Der kann aber über eine Tonne kann der hier halten. Also da kannst du dich selber ranhängen, da passiert überhaupt nichts. Also der ist wirklich sicher und Sicherheitsverschluss. Der Haken, der kommt bei deinem Hund ans Geschirr und wenn du in diesen vom Trainingsmodus in Freizeitmodus wechseln willst, dann schnippst du einfach deine Schlaufe, die du hier festgehalten hast von alleine, ins Geschirr mit ein. Bam. So, dein Hund ist praktisch jetzt am Geschirr hier befestigt mit der Schlaufe. Ja? Und du nimmst das andere Ende, was als Halsband gedacht ist sozusagen, also das Halsende, nimmst du in deine Hand. Und schon hast du eine ganz normale Freizeitleine, ja? Mit keinem Zugstopp, sondern einfach nur am Geschirr, ganz normal und du brauchst bloß eine Leine. So, das ist doch eine gute Idee. Und wenn du sagst, ich habe kein Geschirr, na und? Dann mach doch deinen Hund ans Halsband. Dein Hund hat ein normales Halsband um, ja? Schnapp ran und wenn du im Trainingsmodus bist,
schnappst es ab, lässt sie ein bisschen baumeln, das stört deinen Hund nicht, ja, und ziehst ihm praktisch die Retrieverleine über den Kopf und dann seid ihr wieder ganz normal im Trainingsmodus. Du kannst auch eine doppelte Sicherung lassen, das bedeutet, du machst hier die Leine ans Geschirr fest, zack, ja, da wo der Griff ist, wo die Schlaufe ist, wo du sowieso festhalten würdest, das andere Ende, wo das Halsband dran ist, ja, mit den Zugstöbeln hier, das machst du über deinen Hund drüber und dann lässt du beides an. Und dann kannst du ihn hier praktisch führen in der Länge von, das sind jetzt 1,80 Meter praktisch, dann nochmal die Schlaufe ran, also meinetwegen 1,60 Meter hast du 80 cm Leine, so hast du prima Führleine und dein Hund ist doppelt gesichert. Einmal am Rücken, einmal am Hals. Du willst im Trainingsmodus, dein Hund zieht, kannst ein bisschen vorfassen, zit, 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 und er kriegt den Druck am Hals. Du sagst, okay, weiß ich nicht, dein Hund läuft gut, ja, kannst ein bisschen mehr am Rücken fassen und zack, wird dein Hund am Geschirr korrigiert. Das kannst du also machen, wie du willst. Der Hund ist im Endeffekt doppelt gesichert. Also die Leine ist wirklich toll. Wenn du die haben willst, guck mal in die Beschreibung. Da habe ich die Leine verlinkt. Da gibt es noch einen kleinen Glücksanhänger dazu. Ja, so ein Herzchen mit einer Pfote drin und so. Ich habe mir den Glücksanhänger zum Beispiel auch an der Kette gemacht. Die ist auch an meiner Hundepfeife dran. Eigentlich habe ich die überall dran, weil ich habe ja davon ein paar mehr. Und ich finde den Anhänger ganz niedlich. Also wie gesagt, den gibt es dann zur Retrieverleine noch ja, gratis oben drauf. Genauso diesen Kletterhaken, der über eine Tonne ziehen kann. Mit der Leine bist du gut bedient. Das ist ein All-in-All-Wunder der Technik. Ja? Ja, also die Leine ist wirklich gut. Guckst du dir mal an. Die ist 1,80 Meter lang und 1,8 Zentimeter stark, also sprich, du hast einen richtig guten Grip. Ja, das hast du zum Beispiel hier bei den Biotane-Leinen nicht. Wenn die nass wird, die sieht zwar schön aus, finde ich, und auch gerade in diesen Neonfarben. Erstmal hast du den Verschleiß hier, was gefährlich werden kann. Und wenn es feucht wird, du rutschst immer weg. Wenn der Hund anzieht, du rutschst immer weg. Ich habe immer nochmal extra Handschuhe an, die sind so genobbt, also Fahrradhandschuhe, dass ich die Leine gut greifen kann, wenn es mal ein bisschen feucht wird. Ich meine, bei 3 Hunden ist das auch wirklich sehr sinnvoll. Wenn du einen Hund hast, dann kannst du natürlich immer mal 3 Mal rüberschlagen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Und so soll man auch keine Leine halten. Wenn du richtig guten Grip haben willst, dann Lederleine. Und die ist einfach, ja, die ist ihr Geld wert. Und ein Teil vom Erlös, den spende ich natürlich auch wieder den Tieren in Not, keine Frage. Also du machst in jedem Fall mit dem Kauf auch was Gutes. Gönn dir die Leine. Du hast die erstmal auch für eine Ewigkeit, da sind keine Sachen, die da verschleißen können. Wenn du sagst hier, du siehst ja hier zum Beispiel die N, ja, du hast ja, also die ist extra auch genäht, die ist jetzt hier nicht geflochten. Oftmals habe ich gehört hier von diesen geflochtenen, da wollen wir nicht, das irritiert den Hund und so, weil das wird ja dann hier praktisch an der Seite noch dicker, wenn es geflochten ist. Und das ist sehr unbeliebt, deswegen werden die Retrieverleinen oftmals nicht gekauft, habe ich das Gefühl. Und ja, das habe ich natürlich jetzt umgangen, indem die Leine genäht wurde, ja. Und du hast jetzt hier auch keine... Also der Schieber ist jetzt praktisch auch nochmal ein Lederteil, ja, der hier genietet worden ist, auch ultra stabil. Aber wenn du jetzt richtig ziehst wie ein Osse, also so passiert natürlich nichts, ja, da kannst du ziehen. Aber wenn du richtig noch nachdrückst, ja, dann siehst du, ist ja klar, das Ding muss ja auch verstellt werden können, auch in die andere Richtung. Also wenn du richtig Kraft aufwendest, kannst du das natürlich auch bewegen. Aber wenn dein Hund da so reinzieht, dass sich vorne die Schnalle hier bewegt, ja, dann musst du mit dem Training auch ganz woanders beginnen. Das geht nicht, dass der Hund an der Retrieverleine, ja, so stark zieht, dass sich das hier vorne zuzieht. Da musst du sehr darauf achten. Achte auch immer, ob das immer noch in der Ausgangsstellung ist, wenn du dem Hund das neu anlegst. Immer wieder kontrollieren. Ja. Das ist eben nun mal Naturmaterial. Es verändert sich auch. Ja. Und da guck und ja, du hast da im Endeffekt sehr lange Freude dran. Und wenn dein Hund so doll daran zieht, dass sich das da vorne, genau, wie gesagt, ich kann hier richtig ziehen, aber wenn dein Hund wirklich, ja, manchmal sind ja da geballte Kräfte und die ganze Zeit und ja, der stete Tropfen, ja, hüllt den Stein, weiß es genau. Also wenn dein Hund da wie ein Osse dran zieht, dann ist die Retrieverleine auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Dann schnall lieber um. Ja, und versuch ihn da irgendwie zu halten, wenn er wirklich, wenn du sagst, oh, jetzt kommt Fremdhunde und da zieht er die ganze Zeit, dann macht er dein Training mit der Retrieverleine nicht kaputt. Schnall einfach um und
fass ihn am Geschirr an. Ja? Oder er ist doppelt gesichert, dann fass am Geschirr an, dann lass ihn da ziehen, dann zoddel ihn da weiter, bis der Fremdhund weg ist und dann mach weiter mit dem Training. Denn das Training wird darin bestehen, nicht den Hund jetzt hier mit Würgereiz oder sonst irgendwie was zu kontrollieren, sondern du gibst sachte Impulse von der Seite weg, du ziehst auch nicht nach oben weg, ja, nicht so nach oben, sondern du ziehst die Korken, gehst den Hund immer an der Leine, sprich, wenn du die an der Seite, wenn du diese Retrieverleine benutzt, dann benutzt du die zum Training und bist auch sehr konzentriert bei der Sache, dass dein Hund nicht röchelt und dass ihm nichts passiert. Wenn er röchelt, hast du falsch angelegt. Du musst auch immer ganz weit oben anlegen. Ja? Hier nicht irgendwie über den Kehlkopf hoch und schön drücken lassen, sondern immer schön ganz weit oben anlegen, schön eng anlegen und dann trainierst du mit ihm erstmal eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten. Ja? Du ziehst ihn so nicht durch dein ganzes Dorf oder Stadt oder sonst irgendwie was. Dazu schnallst du einfach um. Ja, du kannst natürlich den Retriever, du kannst natürlich den Karabiner hier auch baumeln lassen, wenn er dich nicht stört. Mich würde er stören. Deswegen kommt hier der Karabiner einfach ans Geschirr unten dran. Da kann er bleiben. Da fällt er vielleicht farblich noch ein bisschen auf. Ja, da kann er so ein bisschen rumschlawenzeln, stört mich nicht. Und wenn ich umschnallen will, dann einfach zack, um extra groß genommen, damit es schnell geht, ja, dass du da nicht großartig fummeln musst, sondern hast einen richtig schönen großen Karabiner, da der ist einfach zu handeln. Also, wie gesagt, schau mal in die Beschreibung, ist eine schöne Leine und du bestimmst den Preis der Leine. Schau mal rein, würde mich freuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.